Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Ich habe wieder 10 Sachen rausgesucht, sind ein paar wirklich heiße Drops dabei, muss ich sagen, wo ich selber ein bisschen drauf geier. Deswegen will ich gar nicht lange drumherum reden und wir fangen an mit Piece Nummer 1. So Leute, Piece Nummer 1 ist eine Hemdjacke, die ist aktuell bei H&M ganz neu reingekommen. In einem sehr, sehr coolen Muster. Ich habe eine ähnliche Jacke von Sandro Paris, allerdings meine ist gefüttert, aber ich finde, sie sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Ich mag das Muster, ich mag, dass das Creme weiß ist und nicht richtig weiß-weiß. Das macht auf jeden Fall was her und sieht vom Fit etc. und von der Qualität wirklich gut aus, weil diese Nahaufnahmen, das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Und die gibt es gerade aktuell bei H&M für 50 Euro, also checkt das gerne ab. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2. Und Piece Nummer 2 ist eine, ja, so eine Art Workwear-Hemdjacke, die es aktuell bei Arket gibt. Mir gefällt dieser Colorway sehr gut. Ich habe eine ähnliche Jacke von Closed, die allerdings nicht so geschnitten ist wie die, ein bisschen länger geschnitten. Und das finde ich gerade bei dieser Jacke auf jeden Fall sehr nice, weil die hat so ein bisschen so einen Crop-Faktor, sieht so ein bisschen kürzer geschnitten aus. Auf jeden Fall sehr nice aus. Allerdings auch 100 Euro ist nicht ganz so günstig und es gibt sie in 3 bzw. 4 verschiedene Farben. Die vierte Farbe kommt noch rein, dieses dunkelblau. Aber meine Favorite-Farbe ist auf jeden Fall davon dieses Khaki. Und ich finde sie auf jeden Fall sehr cool. Vielleicht wartet ihr da auch nochmal auf, ich sag mal, vielleicht einen Preis, Drop, Sale etc. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde sie auf jeden Fall nice. Und wer sowas sucht, checkt auf jeden Fall die Jacke ab. Die gibt es bei Arket. So, kommen wir weiter zum nächsten Piece. Und das nächste Piece gibt es aktuell bei Zara. Und zwar ist das eine Alternative zum Bottega Veneta Boot, der immens teuer ist. Ich weiß nicht genau, wie teuer es ist. Wie teuer ist, ich meine, hunderte von Euro. Und dementsprechend finde ich es sehr nice, dass Zara, ich sag mal, im Endeffekt wieder sowas, ich sag mal, nicht kopiert, aber so ein bisschen für den kleinen Mann gemacht hat, für den kleinen Euro. Und finde ich auf jeden Fall cool. Hat auf jeden Fall was, hat so ein bisschen dickere Sohle, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich würde das Ganze vielleicht nicht ganz so tragen, weil ich mag das nicht, wenn ich sag mal, eine Hose aufhört und der Schuh da anfängt, aber ich denke, das wird fürs Foto so gemacht worden sein, damit das so ein bisschen, ich sag mal, ja, die Optik rüberkommt, wie das Ganze fittet. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Schuh, ein sehr cooler Boot und dann könnt ihr euch gerne abchecken. Ist eine sehr coole Alternative zum Bottega Veneta Schuh und finde ich, ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool, sehr gut gelungen, sehr coole Idee. So. Kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist ein, ja, cooler Basic Hoodie, muss ich sagen. Den ist gerade für 18 Euro bei Zalando von Pull&Bear. Den kriegt ihr bestimmt auch auf der Pull&Bear Seite selber, aber 18 Euro spricht Bände für sich. Und ja, er sieht einfach sehr nice aus, hat einen sehr coolen Fit. Bisschen Drop Shoulder, ein bisschen die Ärmel, ein bisschen länger, dass sie so leicht stack sind. Und ja, hat auf jeden Fall was. Und es gibt den, wie ihr schon seht, in verschiedenen Colorways. Mein Favorite Colorway von denen, die da sind, wäre auf jeden Fall hier dieses Blau, das Rost, Braun, Rost, Orange, finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und das Beige, aber wie ihr seht, für jeden Geschmack könnte was am Start sein, wer sowas in Blau sucht etc. Findet auch sowas. Ich finde auf jeden Fall den Preis sehr fair. Natürlich habt ihr unten so ein kleines Gummipatch dran. Würde mich jetzt persönlich nicht stören, weil ja, solange der Hoodie nice fittet und cool aussieht und angenehm zu tragen ist, ist es eigentlich für mich die Hauptsache. Und dementsprechend checkt gerne den Hoodie ab. Für 18 Euro kann man da überhaupt nichts verkehrt machen. So, kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece ist auch ein sehr günstiges Piece, muss ich sagen. Und das gibt es für 30 Euro bei Bershka. Und zwar ist das so eine, ja, so eine Anzugshose, die ein bisschen lockerer geschnitten ist. Hat einen sehr coolen Fit, muss ich sagen, zumindest auf den Fotos. Sieht sehr nice aus. Gefällt mir extrem gut. Farbe schwarz kann man auch nicht viel verkehrt mitmachen. Wie gesagt, für 30 Euro auf jeden Fall sehr nice. Und dann dazu einfach ein paar coole Air Force oder ein paar coole Dunks. Und zum Thema Dunks kommen wir gleich noch. Ist das auf jeden Fall gelungen, finde ich für 30 Euro voll in Ordnung. Es müssen nicht immer die hunderte Euro sein und dementsprechend checkt auch gerne die Hose an. So, und dann kommen wir zu meinem Favorite Drop der Woche und das sind die Nike Dunks, die dieses Jahr... rauskommen. Die kommen alle am Donnerstag um 9 Uhr morgens raus, also ihr müsst da... Ja, erstens mal Glück, aber auch schnell sein und dementsprechend, ich habe 4 von 5 rausgesucht, die mir persönlich sehr gut gefallen und ja, mein Favorite ist auf jeden Fall diese grau-creme-weiß-Variante für Männer, dieser High-Top, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Allerdings gefällt mir der die Damen-Variante, diese Low-Variante, diese Babyblau wirklich sehr gut. Ihr müsst schauen, es kommt auf jeden Fall der raus, dann kommt noch der Babyblau raus, ist allerdings ein Damenschuh, auch der hier mit diesem Pastellblau, mit dem Creme
Weiß ist auch ein Damenschuh, da müsst ihr gucken wegen eurer Größe. Und dann gibt es noch den Schwarz-Weiß. Und es gibt sogar noch eine fünfte Variante und das ist so ein Rot-Grau, aber der ist gar nicht meins. Dementsprechend habe ich die vier mit reingenommen. Kleine Empfehlung, wenn ihr jetzt so nach Releases gucken möchtet, checkt einfach mal Sneaker Bob ab. Der hat einen sehr coolen Release-Kalender und dann, wenn ihr auf den einzelnen Schuh geht, seht ihr auch nochmal die Shops mit, ich sag mal, Infos, wann, wo das Ganze rauskommt. Dementsprechend checkt das gerne ab, Sneaker Bob ist eine kleine Empfehlung. Sehr cooler Dude und macht einen sehr guten Job. Dementsprechend eine coole Alternative zu den ganzen Release-Kalendern, die es schon gibt, die der eine oder andere schon kennt. Deswegen, ja, sehr nice, da gucke ich immer. So, und dann kommen wir zum letzten Piece und das letzte Piece ist eine Safari-Jacke. Und zum Thema Safari-Jacken sind auf jeden Fall dieses Jahr mega im Kommen. Ich hätte die zum Beispiel eher in Khaki ein bisschen mehr gefeiert, weil Khaki ist auf jeden Fall dieses Jahr wieder eine Farbe, die auf jeden Fall gut im Kommen sein wird. Dieses ganze Workwear-Vintage-Thema ist bei Khaki sowieso immer am Start, aber auch in Dunkelblau finde ich sie nicht schlecht. Natürlich 130 Euro sind 130 Euro, da wartet ihr vielleicht nochmal auf den Sale, weil ich gehe nicht davon aus, dass die Jacke ausverkauft sein wird, aber haltet auf jeden Fall die Augen offen, denn diese Safari-Jacken werden auf jeden Fall dieses Jahr im Trend sein und dementsprechend, hier ist eine Variante von Mango Man in einem relativ schlichten, ich sag mal, Schnitt, Farbe etc. Auf jeden Fall nice, deswegen auch da eine dicke Empfehlung. So Leute, und das war's wieder mit meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen. Wie gesagt, es sind 10 Pieces. Achtet auf die Releases, achtet auf die Links. Die kriegt ihr alle unten in der Infobox. Und ja, das war's an der Stelle wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo und ein Like dazulassen. Und bis dahin.